Da kannst du denn irgendwie schnell Zeug verkaufen oder muss jetzt hier. Ach, warum? Ich habe jetzt meinen Kontakt. Bist du morgen wieder live? Bin ich auch mal überlegen. Wolltest du? Ja. Mit? Dem Spiel hier, was soll's? Ach so, ja, von mir aus. Hast du morgen frei? Ja. Und extra sogar am Dienstag die Schicht umgelegt, ey, für Hellblade. Richtig Bock. So, dann kaufe ich jetzt mal irgendeinen Schrott oder was. Ich weiß nicht, kann man das schnell verkaufen? Ah, nur mit Rechtsklick, ne? Ich weiß es nicht. Toilettenpapier, Gott, 44, wow. Muss ich jedes einzelne Item anklicken. Ich glaube, das ist nicht zum Verkaufen da. Ich glaube, damit kannst du irgendwie traden. Dann alles Gute zu deinem Geburtstag, Black Widow. Du kannst Quick Equipment machen. Sorry, wenn ich das gerade nicht alles lese. Dankeschön, sag ich. Alles Gute zum Geburtstag. Sorry, ich muss hier teilweise voll den Fokus reinbringen. Ich kann kaum den Chat lesen. Ist mir nicht böse. First Aid Kit und so und dann machst du Quip. Bye. Ah. Nein. Hast du das alles? Da in den Rucksack, keine Ahnung. Es geht ins Geld. Ja, heftig hier. Wo jetzt mit der Sniper zu spielen, ey. Man muss da so viel Zeug denken. Painkillers, Bandagen, solche Kit kann man sowieso nicht kaufen. Keine Ahnung. Wasser, kannst du kaufen. Geh mal auf Quick Equipment. Wo ist das? Da kannst du das oben kaufen. Lol, hä? Hier, so das ein S-Surgical. Ja, kannst du dir das alles holen. Ach, cool. Okay. Auch Wasser und sowas. Du, Thunfisch, all der Scheiß, den man eben so braucht. Okay. Kostet ja gar nicht mal so viel, okay. Ach, der. Oh, wow. Warum muss ich jetzt meine Waffe wieder zusammenbauen? Du ziehst eine Waffe rein und dann nimmt automatisch die Muni dafür und sagt, was du brauchst. Ja, das ist ja easy. Wo ziehst du eine Waffe rein? Also, wenn ich eine Waffe jetzt angezogen habe und gehe dann aufs Quick Equipment, zeigt er mir direkt, welche Magazine ich kaufen könnte, welche Muni-Typen. Ach, cool. Kostet mich jetzt wie viel? 1000. Okay, kauf. Headset ist halt auch so ein Ding, ne? Ich glaube, die nimmt man schon noch mit. Das war ja im Market, oder? Okay, ich glaube, dann habe ich es langsam wieder. Mama. Hast du denn deine Quest abgegeben? Nee, muss ich noch machen, aber ich bin eh gerade hier Gunsmith-mäßig. Was? Warum kriege ich den immer zerteilt in meinen Stash? Warum war das jetzt nicht drin? Jetzt ist das Ding zusammen. Ey, ich verstehe es nicht. Du kannst ja auch so einen Regenerationsbooster-Stick kaufen, ey. Collect any primary weapon and bring it back with you. Ach so. Ich muss auch viel mehr Geld einsammeln. Ich brauche 20k von diesem Korea-Geld.
Okay, ich glaube, ich hab's dann wieder. Okay, dieses Quick-Ding ist nice. Ja, sehr nice, ja. Macht es um einiges einfacher. Das ist halt sehr verwirrend, wenn man es gar nicht weiß. Das ist aber nämlich auch bei Tarkov so. Du darfst dann gar nichts mehr. Welche Muni, welches Magazin, zu welcher Waffe und was weiß ich. Also, das Spiel ist auf Range, ne? Ja. Na, ich habe jetzt bei mir mal die Aufnahme beendet, weil das einfach nicht gut läuft. Ich muss da morgen mal ein bisschen rumgucken. Muss es morgen nochmal aufnehmen. Bei mir kommt es mit hoch. Roh, trocken. Frisch wie Hack. Ja, es bringt ja nichts, wenn es so am Ruckeln ist. Es ist richtig scheiße. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich installiere es morgen mal auf dem anderen Rechner noch. Aber da muss ich mir mal... Ach, morgen ist Feiertag. Ich brauche eine bessere Maus und sowas. Ätzend. Aber machbar. Oh, wir sind wieder in der komischen Pose hier. Nein, ist nicht machbar, weil meine Freundin hat Drecksmaus. Mit Drecksmaus meine ich richtig hart Drecksmaus. Also die Frage ist, ob die gleich wieder von da hinten rüberkommen? Also Shooter kann ich mit der Maus meiner Freundin vergessen. Ich überlege mir den Highground bei dir. Kommen wir irgendwo hoch? Nee, ja. Du rennst ja gerade rum, oder? Ja. Ich versuche, Highground zu kriegen. Meine linke Maustaste ist auf Alt, ja, aber ich kann aber mit so einer niveaulosen China-Maus, die meine Freundin da sich... Oh, ich habe kein Backpack dabei. Schritte. Digga, ich habe kein Backpack. Da komm her. Da links raus. Wo ist die Leiche? Von mir. Den Backpack? Vielleicht. So eine kleine Umhängetasche. Richtiges Backpack. Ah, so reicht das mal fürs Erste. Muss noch mal rein. Okay. Wie gefällt's denn den Leuten? So von der Grafik her, oder vom Gameplay. Langweilig. Sag doch sowas nicht. Interessant, mach mal Indie-Horror. Wenn was Bottas oder so sagt, dann kann ich ein bisschen ranzoomen, aber... Das heißt, jetzt hast du Aufgabe, was war das, 20.000 bringen? Waffe und 20.000, ja. Hast du schon 20.000 gebaut? Ja. Wie hast du das gemacht? Das ist ja nur das Bargeld. In der Runde vorhin, wo wir die 4 Leute gekillt haben, habe ich 60.000 nach Hause gebracht. Wie hast du das? Was? Es gibt Geld, die zu töten, oder wie? Ja, wenn du halt dann, wenn du eine Waffe von denen... gebracht. Hä, niemals. Wenn du eine Waffe von einem... Doch, steht 1000 von 200. Ja, ich nehme immer so 30.000 bis 60.000 mit nach Hause. Ja, ich habe 1000 mitgebracht. Die ganze Zeit Angst, dass links von uns noch einer kommt. Die haben da vorne geschossen. Was sind wir denn eigentlich? Ich habe mal Wheatfield, habe ich noch eine Ding... Ja, vielleicht gehen wir so ein bisschen vorwärts. Können wir über das ganze Feld gucken. Vielleicht kommen uns auch die Leute entgegen irgendwann. Von der anderen Seite. Wenn ich meine Freundin heiraten wollen tun würde, dann... Ich sehe Spieler, aber ganz weit weg. Bin. Boah, wie... Oh, ich bin down. One shot. Spieler? Ja, hinter mir irgendwo. Ja. Level 4. Bin verletzt. So schnell geht's. Ich muss erstmal da rein. Ich blute einen weg. Sicher hatte schon was. Ich finde taktisch und so Grafik ist okay, ja, wie gesagt, nicht so wie Grayzone. Ja, Sounds sind halt bei so Games immer mega, davon geht's ja aus, ja. Ja, das ist halt dieses. Gar keinen Schaden. Dass du jetzt gar nichts mehr machen kannst, ist alles dumme. Das habe ich aber bei Tarkov nie gemocht. Der war direkt hinter dir? Ja, ich glaube irgendwie sowas. Im Notfall nimmt man Zeug mit.
Der hat doch ein gutes Visier auf dem Kopf, ey, der Typ. Was? Ja, hat er? Ja. Ein Helm mit Visier. Jetzt kaufe ich mal wieder ein. Ah, Frauen stehen auf heiraten. Das ist so die Sache. Und hast du was mitbekommen? Was mitbekommen? Also da rennt einer? Ja. Und Loot von mir bekommen? Hinter mir spawnen schon wieder NPCs. Eine Waffe macht gefühlt keinen Schaden. Nimm doch meine. Ich komme an deine Waffe nicht. Ich bin so einen Hang runter. Ich muss da erstmal komplett außen rum und da oben erstens spawnen hier einen Haufen Gegner. Mhm. Wo ich nicht mal weiß, wo die überall sind. Endlich ist der tot. Spieler oder was? Oder ein PC? Sowohl als auch. Bis dann, Skjörn. Schönen Abend dir. Schön, dass du hier warst. Spieler bei mir. Boah, Alter. Der hat schon so geblutet. Hey, bin tot. Ah, damn. Ja, derselbe. Ach, damn. Der hat schon da drin geschwitzt und geblutet, aber... Alter, auch wieder Headshot. Der hat mir so schnell... Du hättest nicht, ihn nicht pushen dürfen. Das hätte ich machen sollen. Der hat einen Sniper, der hätte mich so oder so weggeholt. Geh mal rein mit gar nichts. Ja, kannst du eine Pistole oder so. Ich hab wirklich noch... gar nichts mehr. Item Brace. Bryce has changed. Hä? Wo ist es jetzt? Ah, hier. Jetzt wirklich mit gar nichts, gar nichts. Ja. Hab ja nichts mehr. Boah, das ist viel. Rucksack nehme ich mit. Aber auch nur den billigsten. Übrigens, Bandagen, Heal. Obwohl, nee, nehme ich auch nicht mit. Verschuss, okay. Bandage und Heal nehme ich mit, aber sonst nix. Ja, ein Surgical Lock, ja. Okay. Der Petzl ist auch nicht so relevant, aber keine Ahnung. Sonst müssen wir halt so Easy Builds machen mit Pistole oder so, versuchen Leute zu jagen. Ja. Nackt rein, NPCs töten und alles, was die haben, müssen wir uns jetzt holen. Hast du das mit meiner Pistole?
Na wow. Also ich kill für dich erst, okay. Na, du musst jetzt einen NPC töten, dann nehme ich, was der hat. Mhm. Geh halt davon aus, dass die Munition von denen halt assi shit ist, ne? Das heißt, wenn du auf einen Brustpanzer oder sowas schießt, dass es ziemlich scheiße ausgehen kann. Alter, ich hab vergessen, mich zu heilen. Oh no. Ja. Ja, warte, dann. Warte, nee, kein Problem, Moment. Ja, komm, nimm mir eine Kleberpistole gefunden. Hier, ich hab ja, alles gut von mir. Ne, alles gut. Ich kann eh nichts tragen. Alles gut. Hm. Dann geh ich mal jagen. Was denkst du, wie hardcore ich jemanden abstechen kann so? Denkst du es? Boah, I don't know. Ist ein Rechtsklick oder nur ein Linksklick? Oh, ich sehe einen NPC. War, glaube ich, auch ein Spieler gesehen. Ja, da hinten. Der hat halt nur eine Pistole und so. Abschießen? Egal. Ja, ja. Down. Wo ist der? Mitten auf dem Feld. Hinten auf dem Feld? Mitten auf dem Feld. Warte, ich drop jetzt rüber. Seh dich nicht. Ah, jetzt sehe ich dich. Ich guck extra noch, wegen woanders Spieler sind. Okay, die Richtung, wo ich jetzt hinguck, mitten auf der, kurz nach der Straße im Feld. Vielleicht siehst du ihn direkt. Siehst du ihn? Nee. Links von dir oder so ein bisschen? Warte, ich komm. Links zu mir. Hier liegt er, an den Fässern. An den. Ach, an warte, den. Spieler, hier. Spieler, Spieler. Ich bin eh nutzlos. Hit. Weiß nicht, ob ich ihn hab. Ich glaub nicht. Au. Keine Ahnung wo. Der schreit, also ich weiß nicht, ob ich ihn. Hab ich ihn? Ich glaube, ich hab ihn. Also ich muss healen. Achso, aber ein NPC, oder? Nee, Spieler. Warte. Ich hab nur eine Schritte, Pistole. Schritte noch mehr in deinen Sandsacken. Der Baum schützt ihn, ja genau. Durch den Baum kann er durchschießen. Alter. Komm mal her, helf mir einfach. Hast du Pistole? Ja. Geradeaus, wo ich jetzt gucke, Richtung Sandsäcke. Lauf da mal straight langsam hin. Rechts am Reifen ist eine liegen. Ja. Hab ich beide gekillt, ja. Danke für deinen Scheiß, mein Freund. Ja, hier ist einer tot. Der hat den Mosin gehabt. Sniperinho. Der hat Helm, Level Armor. Level 20 war der Typ. Level 15 hier. Hast du Armor und alles von dem? War. Bin noch nicht mit allem durch. Ja, ist er nackig oder hast du was? Ja, ich hab ein bisschen was. Aber nicht alles. Knarre habe ich jetzt. Okay. Helm hast du? Ja. Weiß nur nicht, ob ich habe einen Zweierhelm von ihm. Von mir habe ich jetzt da rein, an ihn. Ach krass, meiner hat automatisch ein Headset auf, mein Helm. Ja, wie wild sich das anhört. Hier, guck mal. Stopp dir mal. Nee, ich habe ein Headset. Ja, komm, Tactical Headset. Ja. Ja, aber der Helm ist integriert mit dem Headset. Witzig. Kann ich denn. Check Magazine. Warte kurz. Ich muss auch nachladen.
Ja, wo ist denn ein anderes Magazin? Was hat der hier überhaupt für eine Waffe? Der hat eine S12K. 10 Schuss. Ja. Boah, krass, wie sich der Sound verändert. Holy. Jetzt können wir, glaube ich, ein bisschen looten. Wie geht's am Essen, Trinken so? Ladies first. Siehst du mal einen Laser jetzt, rechts an der Wand? Mhm. Ja, ich sehe den. Hab ihn eben schon gesehen. Ja, so macht's jetzt Bock, ey. Also wenn du noch ein paar Kills und so weiter landest, ist schon cool. Flashlight. Okay. Im Snipen ist er auch schon big, ey. Ich mir ganz kurz meine Sachen durchchecken. Ich höre Schüsse. Ja, ja, ich guck grad schon. Ich renne jetzt hoch. Das ist eine Pipe. Den Koffer hast du gelootet, ne? Ja. Sniper bei dir One-Shot? Ja, Mosin ist glaube ich schon relativ hardcore. Hast du sie gekauft oder? Selber gebaut. Was hat sie gelöhnt? Oh, so 80, 90 oder so. Warte mal, hier oben ist noch eine Sporttasche. Ah, ist schon gelootet. Ist das ein NPC? Warte. Tot? Ja, an dem Auto. Siehst du das ganze Blut? Könnten von links kommen, keine Ahnung. Hast du jetzt auch eine Sniper, oder was? Nee. Warte mal, dann droppe ich dir meine andere Zweitwaffe als Sniper. Hier. Und eine Muni dazu. Ich höre was. Hier muss ich irgendwo liegen, da wo ich jetzt hingucke. Oh, da vorne. Warte. Down. Wo ich vorhin gestorben bin. Ich weiß, ob das ein Spieler war, der hat einen guten Rucksack aufgehabt, glaube ich. Kann man mit der noch reinzoomen, Distanz? Ich glaube, mit dem Visier nicht. Okay. Du hast den gesehen bei der Rampe da. Ja, da liegt er an den Sandsäcken. Ja, genau, die haben mich gerade gekillt. Aber es ist kein Spieler. Guck, das meine ich. Ich gehe um die Ecke und habe ganz kurz so für eine Sekunde ein Standbild. Ja. Das ist richtig ätzend. Ich weiß nicht, woran es liegt. Spieler? Was ist das? Ja, ja. Gib ihm. Ich bin down. Ah, das gibt's ja nicht. Hab ich ihn auch? Nein. Oh, Mann. 26 ist der. Der hat einen Schuss gemacht und du warst weg, ja. Hast du ihn? Nein. Der ist irgendwie den Hügel hoch und war weg. Oh, deine gute M4. Der muss auch richtig low sein, denn sein Brustkorb ist komplett durch. Ich weiß nicht, wo er ist. Irgendwo da oben. Nimm mal eine Waffe und so. Ich bin schon weg von deiner Waffe, du bist unten im offenen Feld, der hat High Ground. Ja. Ich versuche ihn gerade zu umgehen, aber ich höre auch viele Schüsse. Ich weiß halt nicht, was die Knarre kann, die ich jetzt da gerade dabei habe. Es gibt so Timed-Missionen, ey. Tja, warte, dann kann ich mich ja muten, dann kann ich auch in der Ruhe reden. Schade, der Kies schnell regeln müssen. Ja, ja.
Gestern manchmal so ein bisschen langsamer. Dafür in anderen Sachen schneller. Eine Squad Eliminator Operators mit der Karabiner. Ist doch Karabiner, oder? Dann kaufen sie einfach nochmal, scheißegal. Oder wir zocken mit der anderen Mosin. Digga, wie viele Missionen kriegen wir denn jetzt? Wo? Von wo? Ah, das ist das, okay. Ach so, ich habe das eine jetzt wieder verloren. Oh. Okay, müssen wir also auch nach Hause bringen, ich verstehe. Das können wir. Aber wir Level hochgekommen sind, okay. Nebulizer. Aber wir schalten schrittweise immer mehr Zeug frei, understand. Oh, Alter, das ist so eine Shotgun, was ich da hab. Oh, shit. Level 26 ist wahrer. Ah, okay, damn it. Ich hab eben mit der geschossen, die braucht... Ja, so leid mal ein bisschen, das gehört dazu. Bin auf jeden Fall Level 8 geworden, hab die neue Map freigeschalten und ich hab aller sau viele Missionen jetzt. Du kannst jetzt so Time-Missionen... So instant Heady. Ja, du siehst ja, man muss ja schon langsamer vorgehen, Leute spotten, zusammen callen, glaube ich. Na gut, ich gehe wieder nackt rein. Wieder nackt? Ja, bringt doch nichts. Ja, ich habe kein Geld. Hä, hey, du hast doch eine Million. Nein, ich habe nichts. Geh mal in den Postkasten, musst du auch viel haben. Kann halt sein, dass ich eine Million habe und du gar nichts. Ah, schieß einen, dann habe ich ja schon wieder Waffen. Ja, ich muss erstmal mich ausstatten. Also ein NPC, meine ich. Belly. Was splittet man denn, ey? Also. Ah, es gibt wirklich einen Battle Pass da unten. Events. Forbidden Zone. Ah, kannst ja voll viele Sachen claimen. What? Rucksäcke, Sportpack. Hast du schon gesehen? Mhm. Hier gibt's einen Battle Pass. Ah, doch, ja, da habe ich irgendwas auch schon geclaimed, ja. Glaube ich. Wo war das nochmal? Hauptmenü oder was? Und dann. Hauptmenü, das steht Recruit Battle Pass. Forbidden Zone. Events da unten auch, ja. Survey? Das? Nee. Nein, unten ist so, geh mal auf die. Ja, ich seh, jetzt hab ich's, ja. Und dann Events. Ach, guck mal, wie viel Zeug man da kriegt. Helme, Panzer, Nacker. Okay. Forbidden Zone. Okay, dann habe ich glaube ich wieder ein bisschen. Hast du dich geheilt diesmal? Nee, mache ich gleich. Ich nehme dir mal eine Pistole mit. Hm? Nimm dir mal so eine Desert Eagle mit. Ob die was kann? Was denn? Kaufst du dann ein bisschen Muni und dann hast du was. Item Price has changed. Ah, ja gut, ich geh nackig nahe. Alright. Team Repair. Aber wie gesagt, hast du gar kein Geld oben rechts dann? Gibt's doch gar nicht. Ja, ein bisschen was habe ich noch, aber ich spare mir das jetzt. Weil ich bin eh, das ist die letzte Runde für mich. Ist ja morgen wieder raus. Ich muss das erstmal richtig zum Laufen kriegen. Ich habe irgendwie im Hauptmenü stellenweise einen Ping von 500. Im Spiel habe ich einen Ping von 16. Aber ich habe dauernd dieses Standbild. Ich eben auch habe ich das gemerkt. Ich kann nicht richtig spielen. Weil dauernd dieses... Ich weiß auch nicht, sieht das Spiel bei mir irgendwie auch hässlich aus oder so. Ich bin da auch total... Boah, ich habe dich gerade wieder doppelt gehört, ey.
bin da gerade auf total maximal sein. Wie läuft das nicht halt richtig? Vielleicht 2 bis 4 oder so? Was hast du für ein Ping? Nee, Ping habe ich 16. Ja, mal, schreiben mir gerade die Leute von dir aus dem Chat, du hast 800.000. Hast du genug Geld? Ja, aber ich gehe eh nur drauf, weil das Spiel nicht richtig läuft. Ich habe jetzt auch die Aufnahme abgebrochen, weil ich dauernd so kurze Standbilder habe, wenn irgendein Gegner oder sowas kommt. Ich weiß nicht, was es ist. Aber es läuft einfach nicht flüssig. Jetzt habe ich hier 60, 59 FPS. Gerade. Ich habe 140. 100, 140. Was ist denn mit der Posi? Okay. Warte mal, ich drop dir deine Desert Eagle. Na, lass mal hier ins Gebäude gehen. Drop, drop, drop. Hier, komm her. Es ist mitten aufs Feld. Oh, egal, nimm. Waffe und 2 Magazine. Ich geh mal auf den Sniper-Turm. Wenn er da hochkommt. Ne. Ich hab 1600 Zuseher, das ist ein Mückenschiss für Streaming. Ich bin ein kleiner Streamer, Leute. Ist so, oder? 1700? Klar geht's immer weiter nach unten, aber so an sich ist es jetzt nichts, wo man stolz drauf sein kann. Hä, bist du doof? Natürlich. Findest du, das ist viel? Du bist schon so out of scale. Klar. Also ich denke, mit meiner 14 Jahre Social Media hat damit nichts zu tun. Mit meinem Kanal sollte man schon irgendwie so in den ja, aber was willst du denn warten, wenn du keine Konstanz auf Twitch hast, dass die Leute die ganze Zeit einschalten, wenn du einmal live gehst? Kannst du ja gar nicht sehen. Nee, aber sollte man, so war das früher. Zeiten ändern sich. War das früher? Früher hat man einmal auf YouTube gesagt, ich gehe live und da waren da 10.000 Leute. Ich gehe die ganze Zeit davon aus, dass da oben Leute kommen. Das ist die Base, wo wir vorher gespawnt sind. Ob sie Deagle kann was? I don't know. Hatten wir eh letztens noch, weil ich bin ja bald nicht mehr gemanagt, hatten wir letztens so das Gespräch, dass zum Beispiel halt auch Streamer, die so 160 Zuseher haben im Schnitt, ne? Ja. 160? Dass sie davon gut leben können normalerweise im Regelfall. Dachte ich mir auch so, Alter, wie geht das? Sponsorings. Hast du eigentlich schon Sponsoring-Angebote? Ja, mehrere, aber größtenteils alles abgelehnt. Wer da denn monatlich. Also keine richtigen, sag mal, Sponsoring. Ja, es gab Finanzfirmen, die haben irgendwas gemeint. Dann gab es irgendwie Süßigkeitenfirmen. Dann gab es Hardwarefirmen. Dann gab es extrem kleine Indie-Entwickler. Aber mit so 2D-Games, so Side-Scroller. Das hab ich alles gar nicht. Ja. Dann, wie gesagt, die Leute von Grayson hatten mir jetzt geschrieben. Wir hatten absolut null Anfragen, auch wo, als ich mehr gestreamt habe. Aber es liegt an der Facecam. Das ist so irre, dass es das so wichtig ist. Ich hab dir damals gesagt, Facecam muss rein und was ist passiert? Du hast deinen Sub-Rekord wie eh und je geknackt. Ja, aber das ist halt auch nach wie vor was, wo ich mir denke, ist Junge, so wichtig. Nimm mir Seife, mach dich sauber, mach die Facecam an. Kümmere dich um dein Streaming. Ich seh aus mit mir. Jetzt kleben wir aneinander, guck mal. Wie so ein ungewaschener Junge, ja. Ich weiß, deswegen gebe ich Zeit. Ich sehe aus wie so ein Typ aus einem Steckbrief, weißt du, so einer, der bekannt ist. Scheiße, ist wieder auch so ein Obdachloser. Nee, apropos morgen. Morgen gehen wir in King Kong, by the way. Speierli. Aber wann? Ich dachte, du willst streamen. 18:10 Uhr. 18:10 Uhr, aber dann in Burg, in dickes Kino oder eher nicht so dickes Kino? Ja, das Kino. Ist ja Auslaufermodell. Ich glaube, oh, warte mal da vorne. Weil wenn, dann würde ich in so ein mit Sitzfunktion Kino gehen. Speierli. Nee, ich will nur Furiosa sehen. Das gucke ich mir nächste Woche an. Ich habe gelesen, dass sie irgendwie nur so 10 Voicelines hat, ne? Den ganzen Film. Ist doch egal, das ist Mad Max. Die soll grimmig gucken und Leuten auf die Fresse geben.
ins Haus nochmal reingehen. Ja, siehst du, ich habe dein Gesicht zum Glück noch nie gesehen. Das ist halt einfach, die Leute, die schätzen einfach nicht mehr dieses... Guck eben schon wieder, es kommt ganz kurz runter. Ich finde Gesicht... Oh. Keine Ahnung, wo. Ich finde Gesicht ist was absolut Überbewertetes. Warum ist einer drin? Ja. Aber guck mal, wenn ich jetzt so ein Spiel wie das hier spiele, Chat, dann starre ich doch wie so ein Hirnloser nur auf dem Monitor. Also das ist nicht so, dass ich da irgendwie Gesichtsakrobatik und coole Mimik und Sonderaktion und so mache. Komm, geht's doch gar nicht. In meiner Welt schon, weil ich denke... Oh, oh. Was passiert? Da ist einer. Das Eck noch, ich hab einen gekillt. Boah. Boah, das ist komisch mit dem Visier, Alter. Ich muss auf Range zoomen. Komisch mit der Diegel. Mach Tür zu hinter uns. In meiner Wahrnehmung muss jemand, alles anders, ja, der einen High-Quality-Scheiß anbieten will, halt auch ein bisschen High-Quality-Scheiß machen. Weißt du so? Eine Facecam ist für mich einfach nur dann sinnvoll, wenn es auch einen Mehrwert in den Stream gibt. Wenn man da halt wirklich was von hat. Macht ja automatisch schon, weil die Leute dann Gesicht mit der Marke verbinden. Ich finde das immer total störend. Ich sag dir, wie es ist, wenn ich dann so ab und zu, ich gucke ja kaum Stream, ich habe für sowas gar keine Zeit. Also ich gucke wirklich keine Streamer oder sowas. Oh. Aber. Ach da. Ja. Warte, ist da oben Master hier? Bedroom Key, Dankeschön für dein Follow, Black Dragon. Dankeschön. Lohnt sich so 9mm Muni? I don't know. Ich finde halt, eine Facecam muss halt wirklich einen Mehrwert bieten, ne? Dass ich sagen kann, ja, okay, das ist der ist ein cooler Typ, der arbeitet mit Mimik und Stimme so, weißt du, das ist witzig, das ist... Ich verblute, hast du eine Bandage? Ja. Eine Bandage oder Heal? Na, ich kann es bei Reaction verstehen, weil... Ja. Eine Bandage. Weil, ne? Da guckt dir jemand in die Augen, erklärt dir irgendwelche Fakten, Handgestik und so. Aber beim Zocken, wenn ich da so einen Spieler sehe, der da oben einfach nur das Headset auf hat und die ganze Zeit den Mund auf hat und da irgendwie einen Monitor starrt, ne? Dann denke ich mir auch so. Ja, ich glaube, du verwechselst da einfach was. Ja. Das ist einfach der Sinn jetzt derzeit in der Twitch. Leute wollen sehen, was du machst und einfach dein Gesicht dazu sehen, wie du reagierst, agierst, mit den Leuten redest. Ja, aber beim Zocken reagierst du ja nicht. Du starrst ja da oben hin. Ich sehe es ja bei anderen. Doch, du reagierst auf dein Game und das ist ja das Interessante. Good, nice, links. Also, da könnten sie auch gleich, könnten eine gleich auch nur ein Foto hinbappen. Oder guck dir nochmal Quantum Stream an. Ich finde, der braucht gar keine Facecam. Völlig unnötig. Völlig unnötig. Der sitzt einfach nur da, starrt auf den Monitor, zieht ab und zu an seine E-Zigarette, Ende. Ja, aber ich sag, ich hab da ein anderes Bild davon. Aber ist ja auch interessant so, da führt einer seinen Stream so, der andere so. That's okay. Weißt du, wenn der irgendein Event macht, der Streamer, ja, oder wenn er irgendwie auf irgendwas braucht, wo ich sag, okay, da ist die Reaktion und das Gesicht die Ergänzung, kann ich's verstehen. Aber so bei regulärem Gameplay denke ich immer nur, ist übelst hart unnötig. Auch in Cutscenes hängt da so eine Fresse von jemandem drin und so. In Cutscenes schalte ich mich zum Beispiel raus. Ja, macht auch nicht jeder, ne? Gut, dass sie immer die volle Immersion kriegen. Da fehlt jetzt, wenn ich jetzt eine Facecam hätte, wäre irgendwo halt auch ein Stück des Spiels weg. Dafür bist du drin. Ja, dein Bodysch. Ach, da setze ich mich drauf. Da kriegt gar nichts mit, es fallen keine Schüsse. Kriegen wir jetzt wieder Easy Mode rein. Ja, Knu ist ein Mädel, das ist nochmal anders. Aber keiner will so einen hässlichen Mann da oben in der Ecke hängen sehen. Dicken hier, Tasche. Hat sie reingelootet? Ja, kannst du haben. Wow. Ich support Leute. Also gut, essen. Ja, brauch ich sogar. Ist da vorne so ein Mörsergeschütz? Ah, jo. Kann man das steuern? Habe ich denn dann Remover habe ich gefunden? Waffenpart oder was ist das? Mhm.
Das ist irgendein Spray. Also. Wie gesagt, ACE, ich kann es verstehen. Ich sehe nur bei mir halt nicht den tieferen Sinn, bei Gameplay eine Facecam zu haben. Boah, ich habe dich gerade gerettet, kann sein. Ja. Das kann sein, ja. Warst du ein Spieler? Ja, ja. So offensichtlich? Ja, der hat gerade auf dich gezielt. Hat er mich nicht gesehen. Ja. Ich glaube, wir seinen Acker. Digga, dann, uff, dein dicken Helm. Holy moly. Nimm mal kurz deine AK-Magazine, warte mal. Eine. Okay. Hast du keinen Schaden bekommen gerade? Nö. Boah, der hat gerade so an dir vorbeigeschossen, ey. Bandagen, wir nehmen alles, Surgical Kit und so, ja. Ja, ich nehme schon mit. Der Helm von mir? Mach mal ganz kurz. Oh, das ist ein 5er Helm, holy. Jetzt höre ich kaum noch was. Au! Jetzt, keine Ahnung wo. Hinter uns. Ich habe keine Magazine in meiner Waffe. Soll ich jetzt... Ich muss ran ein bisschen. Keine Ahnung wo. Ich glaube hinter uns, oder? Moment, ich muss erstmal ein Magazin reinmachen. Wenn ich sterbe, ist egal. Ich bin eh nur der... Der Lurch. Ich laufe ein bisschen weiter weg. Wollen wir dann? Ja, ich werde spielen. Ach, das vor mir. 1 Meter vor mir. Noch 2 links vor dir unten wohl. Ich habe keine Muni. Ja, mir jetzt sind 2 Stück. Ich habe keine Muni. Ach, Mann, die ganzen Dinger sind mit einem Fragezeichen durchzogen. Ja, deswegen kauft man Waffen ein. Ich habe keine nutzbare Munition. Die Diegel. Der smoked. Mann, ey, 5er Helm ist weg, ey. Und das smoked hier alles weg. Nee, ich. Okay, Ace. Ich wusste es nicht. Gute Nacht, Black Widow. Noch einen schönen Geburtstag. Und Dankeschön, Captain Rumble. Dankeschön, Dankeschön. Mal, selbst in der Lobby ruckelt das Spiel bei mir. Ich habe voll die Standbilder die ganze Zeit. Weird. Sehr, sehr weirdo. Gerade bekommen. Ah, PP-Munition habe ich sogar noch. Hier. So. Bei dieser Ausstattung, ey, da passt schon ein bisschen hier, hier und hier. Kondensmilch und Milch. Star Shadow, schaut dir doch Gronkh seinen Kanal an. Die Abos repräsentieren kein bisschen, wie viel Klicks du kriegst. Und zwar bei gar keinem YouTuber. Das hat nicht mal was mit toten Abos zu tun, sondern die Projekte variieren zu sehr. Ist halt dann für die Leute uninteressant. Wenn du nur Minecraft oder nur Roblox machst, dann funktioniert das besser, weil ist ja dann nur ein Spiel, aber wenn du immer wieder durchwechselst, es gibt auch ganz viele Leute, die warten jetzt, bis große AAA-Spiele kommen und sind dann alle erst wieder zurück bei einem Star Wars, bei einem Assassin's Creed oder bei einem Stalker 2 und so, da sind die dann alle wieder da. Nee, die Bots lassen keine Abos da, das ist einfach Variety. Das ist bei jedem, der seine Spiele durchwechselt, so. Gronkh hat 5 Millionen Abos und bei dem gucken auch nicht mehr Leute zu. Bei dem gucken auch bei den Projekten in Serie 10.000 Leute zu. Das ist einfach... So ist es halt einfach.
nicht jedes Spiel spricht jeden an und über die Jahre hinweg gibt es natürlich auch Abo-Leichen und alles. Die kommen vielleicht auch wieder. Ja, aber die Planetcrafter-Folgen bei Kreisen halt einfach nicht so geil, ne? Weil da wird ja nur gebaut. Bei mir wird ganz viel rumgestanden angeblich. So, du bist jetzt fertig, oder was? Ja, eine können wir noch machen. Ja, aber hol dir mal Zeug. Tun wir jetzt auch nochmal hier Red Dot. Charlie drauf. So. Oh, der Endmatch, aber es kommt von Herzen. Dankeschön für die 200 BDs, Cap Crumble. Dankeschön. Hallo Adrenalin Chunky. Dankeschön, Dankeschön. Vielen lieben Dank, ey, für den Support. Okay. Ja. Rüst dich gerade aus, oder was? Ja, das waren genau die Boys, die von der anderen Seite gerade rüberkamen. Da haben wir so mitten auf dem Feld getroffen, ey. Davon müssen wir halt immer ausgehen, ey. Frage ist halt, ob du ein bisschen am Anfang langsamer läufst und wartest, bis die dir sowieso entgegenkommen. Oder ob du dich halt in der Mitte treffen willst, in dem komischen Feld. Wie gesagt, ich muss erstmal überhaupt gucken, dass das Spiel in irgendeiner Form bei mir richtig läuft. Oh, habe ich gestorben. Ah! Oder ein Niesanfall, ey. Ah. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Okay, Valley sieht viel größer aus, ey. Armory, Norwich. Was brauchst du? Was so? Ich auch gerade immer, ob ich alles habe, aber ich glaube ja. Ich will doch einfach nur das Visier haben. Increase Max Stamina. Warum kriege ich immer alle Waffensachen zerlegt? Inwiefern, hell? Und er kauft nicht das Visier. Hä? Wie kaufst du dir denn über den Gunsmith? Über ja. Hä? Bau die zusammen, dann drücke ich Start Assembling und dann. Ja. Complete Assembly. Mal kommt sie ganz fertig. Raus, mal kommt sie zerlegt raus. Okay, haben die immer nur zusammengebaut. Dankeschön, Luca, für dein Follow. Herzlich willkommen. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Gibt's da uns noch T951 AEK? F2000, wie sehen die Spacey aus, wie so eine Halo-Waffe. Ach, passt schon irgendwie drauf geschissen. Und Dankeschön für dein Follow, Necrit. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Warte. Ach, die Hallo. Um so das Sniper zu spielen, war schon cool, ey. Glaube ich, uns ja auch nochmal. Also ich bin ready, wenn du willst. Du kannst zum Beispiel jetzt auch die Waffe rausziehen und dann in den Stash, dann rechtsklick, modify, dann kannst du einfach das dazu kaufen, was du willst, ne?
Ich finde es auf jeden Fall, glaube ich, hier ein bisschen cooler, weil du schneller in Action kommst als bei Greyzone. Das gefällt mir da jetzt besser. Dass du davon ausgehen kannst, dass direkt an jeder Ecke eigentlich irgendwo was instant if, ist. Ja, wie gesagt, ich muss nur mal hier halt ja, Optimierung das mit machen, den Frames ja. in den Griff kriegen. Das ist einfach... So, let's go. Du hast jetzt Munition und hast alles, ne? Mhm. Okay. Gleiche Pose wie gerade eben. Ah, vielleicht wieder ins Haus. Boah, wenn ich 240 Frames mache, ne? Der kommt bei mir auch gar nicht über 60. Ich habe auch einen Ping von 70 jetzt. Ich hab 14 und 140 FPS. Ja, irgendwas stimmt da nicht, aber... Warte mal, ich setz mich mal da kurz hin. Ja, mach. Ich gebe wieder High Ground. Um sie sehe. Ja, das kann ja nicht an V-Sync liegen. Das braucht man ja schon. Sonst ich hab V-Sync ja aus. Aus. Wie sinke? Ich sehe ja nichts. Macht das wie sinkt da so Probleme? Ja, aber guck mal, wie zerschnitten das Bild ist, wenn du V-Sync ausmachst. Das merkst du schon. Hm. Bei mir nichts, wie gesagt. Klar, das siehst du doch, dass da Schnitte im Bild sind. Chat, habt ihr Schnitte im Bild? Bei schnellen Bewegungen? Also, mir läuft sehr flüssig. Ich merk das schon. Schnelle Bewegung merke ich das definitiv. What the fuck? Hä? I don't fucking know, Alter. Angeschossen oder was? Ja. Ich bin noch oben, ne? Hinter dir. Ja. Unten, die sind da. Ich krieg schon, Alter, ich krieg Damage. Kommen die rein oder was bist du unten? Nee, ich steh. Ah, ich bin down. Was? Ja, die schießen durchs Fenster. Ja, unten steht auch einer. Ja, ich bin down. Hä? Ich bin instant down gewesen. Ich glaube, ich habe nämlich mal Schaden gemacht. Eiscafé 19. Also vom Hi Leute. Philipp, grüß dich, Digi. So, jetzt gebe ich mir nochmal den richtigen Riss an. Gibt's ja gar nicht. Du bist wahrscheinlich fertig, wie ich dich kenne. Ja. Schon wieder sau spät. Nee, ich muss das morgen mal richtig optimieren. Gibt's damit gar nicht. Wo sehe ich denn, was ich ihm Schaden gemacht habe? Kannst du am Ende auf Enemy drücken, wenn du im Endscreen bist. Dann siehst du das? Eliminator Eiscafé. Das war gar nicht der. Ach, hier, Enemy. Der hat ja gar keinen Schaden gehabt. Das ist wahrscheinlich gar nicht getroffen, ja. Krass, dass er mich von draußen vom Acker gespottet hat, ey. Ich werde mal morgen ein bisschen da rumbasteln, dass es besser läuft. Das muss ja irgendwie gehen. Hast du Headshake aus? Ja. Ich habe ja auch im Menü, hast du ja auch, dass die FPS immer sich so bewegen von 1 hoch, 1 runter. Hast du das auch? Ja, die bewegen sich gerade mit 90 FPS rum. Aber sie flackern auch immer 1 hoch, 1 runter. Ja, so plus minus 5 bis 10, ja. Okay. Oh, stört er da gar nicht. Jetzt habe ich zum Beispiel 140 FPS. Schwierig.
keine Ahnung, woran das liegt. Spielst du noch weiter? Ja, ja. Morgen spielst du dann auch noch. Ich denk's mal, ja, wir schreiben. Aber wie gesagt, ich bin ja erstmal im Kino, ne? Und da geht mir viel, 100 Minuten oder so. Ja, dann wird's ja so nach 20 Uhr oder sowas sein. Na, ich will morgen auch noch DBD mal spielen. Ich kotze im Strahl. Das ist Kultspiel. Nee, Schmutzspiel. DBD. Hab auch überlegt, ob ich... Ich hab ja... Ich meine, der Keystraw Live-Kanal ist ja eigentlich gar kein Live-Kanal mehr, ne? Nö. Eigentlich nicht, ich hab überlegt, ob ich den umbenennen soll irgendwie in was anderes und dann so eine Art Archivkanal noch aufmachen soll. Weißt du, wo ich wirklich einfach alles so an Live-Content nochmal uncut hochlade. Dass man halt die Streams nochmal auf YouTube nachgucken kann. Weil irgendwie ist das einfach gar kein Live-Kanal mehr, ne? Da ist nichts mehr groß an Live übrig. Ja, bei Reaction habe ich Schiss. Ich würde voll gerne einen Reaction-Kanal aufmachen. Nur das Problem ist, ich habe Schiss, dass der einfach auch sofort weggestrikt wird. Boah, Cosimuni, ey, was ist denn da los? Und was mache ich dann? Dankeschön. Frosch im Hals. Dankeschön, Diana. Dankeschön, Dankeschön. Hello, hello. Storage. Ach, eine Magazine. Na gut, ich will mal raus, ne? Jo. Wir zocken noch. Geht noch was? Das ist die Muni. Ja. Hab ich alles, ja. Na, ist schon weg. Okay. So. Easy. Hab ich alles? Bis auf Headset, aber ich glaube, Headset können wir uns auch noch schnell holen. Warte mal. Favorites. Jetzt können wir wieder durchlabern, ohne dass ich ihn. Denk mir immer, ich will ihn jetzt alle unterbrechen, so beim Reden. Deswegen bin ich manchmal ein bisschen stiller, als ich normalerweise bin. Okay, Essen, Trinken, Bandagen, Pain, Heal, Money, okay. Ah, das raus, okay, easy. Dann... Ah, nee, ich muss... Mach ich das raus? Wie gehe ich raus? Sind wir jetzt im Team noch? Nee. Doch, wir sind noch im Team. Ah, Leaf-Team. Okay. So. Wenn es im Nahkampf geht, sind wir ziemlich am Arsch. Ich hoffe, dass wir ein bisschen was auf Fernkampf regeln können. I don't know. Vielleicht. Zumindest einmal wieder raus. Hm? Haben wir gerade ein Team bekommen? Ey, wir haben... Oh, wir haben Squad? What the fuck? Hab ich das irgendwie gerade ausgewählt? Ich wollte Single rein. Oh, shit. Oh no, wie laut sind die bitte? Keine Ahnung, wie Push to Talk ist. Hallo Brexi, dankeschön für 2 Monate. Oh, vielen Dank. Schönen Sonntag noch. Liebe Grüße, Pfälz2H2. Hallo, hallo. Hold breath. Wo ist dein Ding? Y. You guys can hear me? When? Yeah. Oh, good, alright. Hello, Aaron. I need an ammo, and after that we can go wherever you want. No, I'm just here for PvP, man. Okay. Wo sind wir denn gespawnt? Ach, hier an der Pussy, okay. Also oben sind vielleicht wieder welche? Ah, die pushen direkt schon. Hallo, hallo, hallo. Rechts von uns muss das sein, oder? Da oben.
They're behind the wall. Oh, ich verstehe die mal richtig gar nicht gut. Ich glaube, der Gemeinde will einen anderen Angle kriegen. Und hier links unten kann safe auch nichts sein. Spawnpunkt müsste rechts oben sein. Überleg, weil vorhin waren wir auch hier auf dem Stein, ob die da irgendwie vorne aus der Lücke rauskommen. Maybe. Ja, ist hier oben im Haus, shit. Sogar ein Key. Ich gehe die ganze Zeit noch davon aus, dass irgendwann noch einer rumrennt. Hm. Ich glaube aber, die Mikrofone liegen am Game. Mark the Mission Location. Ach cool, man kann auch marken. Ah cool. Alright. Komm ich da hoch? Nee. Ich laufe jetzt einfach ein bisschen so stillschweigend mit denen, ne? Und helfe denen so ein bisschen. Eigentlich wollte ich solo rein, aber it is what it is. Ich habe gemerkt, dass man da irgendwie so Teamplayer-Check machen kann. Ich glaube, auf der Höhe dürfte es auch nur ein Team eigentlich spawnen. Wir hätten höchstens... Ich weiß nicht, ob da hinten was spawnen kann. Keine Ahnung. Ich glaube, ganz hoch komme ich nicht. Gespannt, was es wird, ja. Schüsse in der Richtung. Wir gehen jetzt einfach mal noch mit, ne? Wir gehen voll auf PvP. Scheiß auf den regulären Loot. Wir helfen dem bei seiner einen Mission. Ein paar Meter weiter müsste auch unsere sein. Einer kommt nicht mal hoch. Warum kommt man nicht hoch? Moment. Spieler hier vorne? Nee. Das ist ein Schotti. Der hat aber safe jetzt schon ein besseres Rig, oder? Wie war das mit, was ist X, genau. X rausschmeißen, okay, dann schiebe ich das jetzt rüber. Warte mal, wenn ich das so mache? Ja, genau, dann schiebe ich das so rüber. Okay, easy. Alright. Ich glaube, ich brauche für die Mosin eigentlich kein extra Magazin. Alter, der gerade Shots abbekommen. Holy. Man sieht nicht viel. Jetzt werden halt so langsam, glaube ich, die Boys kommen, die von der anderen Seite aktiv sind. Sind beide mal hardcore getrennt. Jeder macht so sein Ding. Was sind überhaupt die Mates sind? Boah, jetzt hatte ich aber auch gerade einen Freeze. Zum ersten Mal. Also, ich spiele mal Solo-Ding oder was? Müsste rechts hin, was muss ich da machen?
Einfach go to open storage, okay. Is someone? Sag mal, der hört jemanden? Ah, objective complete, okay. Gibt's hier? Long weapon case. Wir kommen gleich, Freunde. Okay, ist nur shit. Warum kommt er denn hier nicht hoch? Ist mir da einfach zu schwer? Ne, forget it. Ausdauer komplett weg. Das ist halt Mittelpunkt vom Mittelpunkt, glaube ich, hier, ne? Ich weiß nicht ganz, ob ich ins Haus will, aber gut, wenn die Boys drin sind. Das war uns, wa? Medicine. I'm under attack! Over here! You good? What's happening? Ich hab Dankeschön geschrieben. Ich kann auf jeden Fall kein höhenverstellbares Ducken machen. Crayzone oder Tarkov. Ich habe die Befürchtung, dass links da irgendwas kommt. Hm. Ich denke mal, wir als Team reingehen, sind doch safety dann auch Teams, oder? Das sind jetzt kleine Squads. Er hat Thanks geschrieben, ja. Hm. Versuche immer schon so ein bisschen taktisch, ne? Zu gucken, wenn die nach rechts gucken, gucke ich nach links und so ein Case. Einfach guter Bro sein, weißt du? Ich hab deinen Rücken, Mann. Mach dir keinen Kopf. Ich hab zwar nur eine Mose in ab. Oh. Das ist aber Enemy. Scope nicht so ganz realisierbar. Die Kiste ist super. Nö. Türen sind offen. Also wieder sind die schon links abgeswitcht. Übers Feld, wo wir gerade lang gegangen sind. Da hinten, wo wir gerade eben umgebracht worden sind. Ja. Aber ein NPC. Hallo. Okay, das ist aber kein NPC. Oh. Das ist kein NPC. Arg auf der Krone hier, ne? Auf der Spitze, für alle ersichtlich. Machen wir ganz kurz diesen hier, Moment. Das
Ist unser Mate gestorben? Ja. Ich komme hier nicht mal hoch, ne? Ah doch, oh Gott, wir müssen. Digga. Der Arm ist am Arsch. Muss er einmal heilen, ich komm gleich. Noch gar keine Ahnung wo. Ich hab die verschieben. Nee, hoch, ja. Nee, aber nicht. Schon wieder Schritte gehört. Ich kann gar nicht richtig rennen teilweise, obwohl ich Shift drücke. Ich kann ein bisschen Posi wechseln. Ja, ich krieg schon wieder Damage. Ich habe irgendein Schädeltrauma oder so links unten. Ja. Ja. War direkt vor mir, oder? Ja. Mit Mosin ist doch ein bisschen shitty. Alles Silence. Wir gehen wieder mit der Arcana mal rein. Bis ich das Visier rausgefahren habe. Ey, shit. Der war im Busch, ja, ja. Und dann gehen wir nochmal Single aber rein. Ja, Pistole. Eliminator. Imposter. Ach, die sind dann jetzt als Scuff reingegangen, siehst du? Okay, cool. Können wir jetzt, glaube ich, auch, ne? Hier. Covered Ops. Nö. Können wir auch mal ganz kurz probieren. Ich weiß nicht, wie man da rein startet. Let's go. Nein! Kein Team. Geht es nur ins Team? Mein Team invite. Wenn ich jetzt wieder Tactical mache? Warte mal. Wir probieren es noch einmal. Mache ich doch erstmal nochmal so rum. Contacts. Das hier, das hier. Den wenigstens. Dann den wenigstens. Greyzone erstmal vorbei. Nee, nee, wir zocken. Ich habe halt die Key bekommen hier für Arena Breakout. Zocken hier gerade mal rein und testen mal. Anne ist bei weitem nicht weggeschoben. Gib mir das. Ist die Frage: Kann ich wenigstens Stunny AK oder sowas kaufen? Hier vielleicht bei dem Boys? Ah, sieh an. Ah, aber die. Ah, okay, die kostet wieder so Special-Zeug. Paracords, Bolts, aber das haben wir doch, oder? Ah, das haben wir gar nicht nach Hause gebracht. Okay, ich verstehe. Ansonsten Waffen kann man so nicht kaufen, okay. Noch nicht. Aber das Mission? In Valley, okay, let's go. Der hat jetzt nur die Rüstung, der hat gar nichts. Weapons, achso, steht er hier dabei, sehe ich jetzt erst. Body Armor, Backpack, Weapons und Ammo. Ah, da waren noch gar keine richtigen Waffen dabei, war doch nur Shit. Ah doch, ja. SKS. Habe ich nicht hier meine Vorgefertigten, wo ist denn das? Wo sehe ich die denn ein? Komm, wir bauen uns einfach nochmal schnell eine. Ich glaube, safe. Ein Threaded Muscle Adapter drauf, um einen Charlie drauf zu machen. Yes. Dann machen wir hier das Side weg. Und dafür machen wir. Dafür machen wir. Red Dot. Fertig. Das Ding kommt. Wobei, wo ist denn das? Ne, das hier. Scheiß drauf. Switch. Wir machen noch einen Griff dran. Ja.
Und weil ich jetzt so cool sein will, mache ich noch. Kriege ich auf die andere Seite was drauf? Nee. Oben nur. Ja. Tactical Flashlight, nee. Der Laser. Kostet 73.000. Wahrscheinlich nicht mal mehr sogar, oder? Sample Weapon. 109. Dieses Game bisher schon wie Tarkov. Finde ich. Mit meinem Unwissen. Irgendwas gebaut. Kann ich mal. So, jetzt ist die Frage, hat mir der ganze noch M4-Dinger? Visiere wollte ich sagen, Magazine. Na. Geht automatisch einfach zu. Wenn ich jetzt hingehe, rechtsklick. Search. So. Zwei. Kann man so mit drei, that's okay. So, jetzt machen wir es folgendermaßen. Wir ziehen hier ist eins, das rein. Das ist nett. Dann kann ich jetzt die Muni dazu kaufen, right? Ja. M855. Kostet 10.000 roundabout. Scheiß drauf. Bandagen. Zwei Surgical Painkillers. Hier ein paar Heals, let's go. Scheißegal. Rein. Hier zum Geld ausgeben. Hab ich. Das Zeug will ich aber da unten haben. Die Muni will ich hier haben. Das da oben. Okay. Happy. Nate Magnum hat gerade has left the game. Sind wir immer noch mit dem Team? Bis dann, Ultima. Schönen Namen dir. Aber den Shit drin, den Shit. Trinken essen haben wir immer noch ein bisschen gehealt, right? Yeah, okay. So, jetzt gehe ich auf. Leave Team. Ach, Automatch, deswegen vielleicht. Maybe? Was ist das hier? No Bullets in Pocket Rig. Hä? Haben wir doch drin. Labert der. Ach, weil es hier drin sein muss, okay. Ah, okay. Wow, es darf gar nicht in den Rucksack. Lockdown Zone. Place an operator and carry your own equipment into the raid. Lockdown Zones are more dangerous than normal zones. But you will be able to find more supplies. Heißt? Trotzdem farmen. Oh, bei Nacht jetzt, oder was? Oh, was? Mindestens 30 an Wert musst du dabei haben und es kostet 5.000? Ja, Valley kenne ich noch gar nicht, Digi. Wir gehen jetzt einfach nur mal so rein, scheißegal. Wir testen es. Ja, scheiß drauf. Let's go. 5.000 Kühen hat es gekostet. Die Frage ist jetzt, ob die NPCs auch viel heiter werden. Ich glaube, es will gar keiner zocken, hä? Nö. Warte noch bis eine Minute, wenn dann gehen wir ins Reguläre. Ich glaube nicht. Okay, so dazu. Ich glaube, jetzt werden alle reingeladen. Aber bis zur Nachtmission, ich habe auch gesehen, es gibt ja Nachtsichtvisiere und so ein Käse, ne? Oder sogar Wärmebild. Auch heftig sein. Ja, es war ein bisschen stressig, wenn ich die ganze Zeit mit den anderen rumrenne. Ich glaube, ich zock alleine ein bisschen langsamer. Ja, ist mir auch in dieser komischen Pose von vorhin. Einige vergessen, dass morgen Feiertag ist, ja wahrscheinlich.
ganz kurz checken und dann. Ja, schon den High Ground kriegen eigentlich für die. Krass, dass die mich da vorhin direkt durchs Fenster gespottet haben, ne? Das hätte ich nicht gesehen hätte, ey. Okay. Oder die sind halt assi auf die Sounds gegangen sein, dass da eine Maid vielleicht schon hier war. Mich deshalb gehört hat. Die meine gecallt hat. Kann ich jetzt hier. Ich kann jedes Ding einzeln looten. Pager. Okay, wow. Was ist das? Zwei, was haben wir? Ah, beim gleichen an. Okay, nevermind. Display-Kabel. Keine Ahnung, wo der Good Shit drin ist, ne? Was ist das? Oh, oh. Hakenback. Da oben war der Spawnpunkt. Keine Ahnung, ob die da oben rumlaufen. Oder auf meine Richtung jetzt. Ich glaube, ich will die Posi von vorne in dem Haus da drüben. In dem links. Nur Angst, wie gesagt, dass sie jetzt gleich übers Feld rennen und mich sehen. Let's go. Let's give it a try. Passiert, wenn der Time auf 0 ist, sterben wir, glaube ich. Da muss extracted sein. Und Suppressor SKS. Choose. Kann ich auch langsamer laufen? Ich weiß, wie viele Schritte mache. Documents. Jetzt erstmal wieder ganz kurz warte mal Munition reinschieben. Geh mal davon aus, dass sie hinter mir herkommen, ne? Hier ist komplett los, da kann keiner kommen. Urea. Powerbank. Cleaner. Surface Cleaner. Ja klar, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Ding ist halt jetzt, wenn wir wieder links laufen, kommen wir auf das große Weizenfeld und wahrscheinlich kommen wir dann wieder auf den Team, das uns entgegenkommt. Aber egal. Nicht hier. Voll einen rauen Hals heute, ey. Nachladen. Läuft noch einer? Berger. Digga, wegen dem Stuhl hat er das Visier weggezogen.
Wie shit ist das denn? Natürlich willst du lieber sterben, als zu schießen, ey. Ich dachte kurz, ob ich was sage wegen so nah am Stuhl. Ja, an das habe ich ja nicht gedacht, dass er die Waffe so wegzieht. Siehst du mal. Aber es war halt nur ein Bot, ne? Einfach nur mal wieder ein bisschen rauskommen. Das Ziel für ein bisschen Level Farmen und so. Learning the game, what's the difference of the modes? Oh, currently on the first mode. We didn't try the second. Oh, never mind. We got the second mode. I think that's a little bit more hardcore. I think stronger NPCs, better loot you can get. I guess, but I don't know what's these special operations. It's just a hardcore mode for farm, I guess. We're in now. Alles klar, Kamera, eine gute Nacht. Ich kenne mich wieder, ich laufe jetzt davor an dieser Kante. Und vor mir stehen dann welche. Pass auf. Scheiß auf den Loot. Okay, never mind. Healen erstmal. Ich glaube, wie gesagt, schon aber so ein Zweier-Dreier-Squad macht es halt schon gut Bock, wenn du dich ein bisschen absprechen kannst. Aber ansonsten. Schon ein bisschen hardcore auf dich gestellt, ey. Muni rein. Essen trinken auch noch gut. Und doof, dass mal. Ich kann die Muni jetzt nicht da reinziehen. Doch, kann ich. Okay. Weil die kostet ja schon gut Geld. Ein bisschen machen dich auch langsamer. Das komische Haus, wo wir damals gestorben sind. Das war der Extraction, wo wir Geld brauchen, glaube ich. Ich vergesse, dass ich einen Feuermodus anhab, ey. Kann man da durch? Nee. Darüber. Yes. Oh, da ist oben sichern. Was für eine Entfernung, bitte. Ja, Range wird niemals reichen, ich vergiss es. Mit den Nullungen auf 25. Nummer 50. Warum kommt der da nicht hoch?
Wo ist es? Haben wir nicht drei Magazine gehabt? Bin ich jetzt doof? Haben wir gerade zwei gehabt oder drei? Ah, weil das weggeschmissen hat, siehst du? Weil wir nicht genug Space hier drin haben, deswegen. Weil die Mutti da runter muss. Jetzt. Ja, schon gern lunzen. Da ist jemand. Shit. Was ist Spieler? Aber wir sind arg offen, ey, wieder zu risky. Battle Summons updated, keine Ahnung, was das ist. Enemy. Wieder 2% am Kopf. Im Schädel getroffen. Eigentlich im Herz. Gefühl fast schon. Aber das war kein Spieler, ne? Krass. Armor not pierced. Spartan Beat. Guck mal, der Protection 4. Heißt, die Muni, die M855, kommt nicht durch den 4er richtig durch. Krass. Jetzt Magazin draufballern können, da passiert nicht viel. Wir haben halt direkt einen Herzschuss bekommen, ja, alles klar. Ja, shitty. Ich glaube sogar, dass ich mit dem scheiß Standard Westen nicht mal groß reingehen muss, weil ich glaube, jede Muni die einfach komplett durchdringt gefühlt. Cool, dass man auch so den Laufweg nochmal im Nachgang sieht. Eliminator Shane Jackson, ja, das war ein Bot. Ja, krass. Okay, cool. Dann danke ich immer für YouTube fürs Zusehen, wenn es bis dahin geschafft hat. Immer gibt es ja noch mehr mit Kisi und so. Ja. Bis dahin, tschüss.